Zurück zu Dark Souls 3. In der letzten Folge haben wir den Drachen hier oben vertrieben. Ich glaube, ich habe den Turm erkundigt mit dem Schlüssel am Feuerlingsschrein. Und als nächstes steht im Prinzip der Boss in Lothric an. Ich habe mir überlegt, ich habe ja gesagt, ich spiele das so, wie ich das gerne spielen möchte. Und ich bin ja, wie ihr selber jetzt gesehen habt, und ich habe das wirklich nicht nur so gesagt, nicht sehr gut in diesem Spiel, und deswegen werde ich das Spiel, ja, ich werde mir einfach Hilfe rufen. Ich werde mir Leute beschwören und dann gucken, dass ich ins nächste Gebiet komme. Dafür teleportieren wir uns jetzt erstmal zum, ja, zum ersten Bonfire. Nehmen die Abkürzung. Und ich überlege tatsächlich auf das Astora-Schwert umzuswitchen. Dafür brauche ich allerdings mehr Upgrade-Items, die ich nicht habe. Ach Gott, immer dieser Fallschaden. So, hier runter. Wieder mit dabei ist natürlich mein Kaffee. Also wundert euch nicht, wenn ich was schlürfe, ihr einen Löffel klimpern hört. Ist ganz unprofessionell, aber so bin ich nun mal. So. Also wieder nach oben schicken, falls es schief läuft. Kommt der? Nein, kommt nicht. Der ist tot. Kann ich mich droppen lassen? Schöner Backstep. Schon. Junge. Geht doch. So, der ist tot. Dann schauen wir mal. Überleben wir uns mal wieder. Wir haben ja schon den ersten Dude, der sich beschwören lassen möchte. Verbeugen, ganz, ganz wichtig. Ach, Moment, das ist ein NPC, oder? Okay. Will hier sonst keiner mehr? Ja, klar. Ja, einfach mal zu zweit probieren. Der komische Drecksköter. Je aggressiver der Gegner, desto weniger komme ich mit dem zurecht. Screenshot gemacht. Okay. Aua. Mein Kumpel, der Schwertmeister, macht hier ordentlich was mit.
Ah, verflucht. Komm, das ist doch ein NPC, oder? Komm schon. Bam. Oh, geschafft. Und ja, ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass es ein NPC war. Aber was soll's. Bonfire aktivieren. Oh. Hier schön rasten. Und dann geht's erstmal zurück. Denn ich weiß ja, dass dieser Dancer Endgame-Content ist. Aber wer weiß, vielleicht finden sich ja hier Leute, die mit mir einfach ja, angehen wollen. Ja, erstmal tot. Okay. Wow. Ich wollte gerade sagen, wo ist der hin? Komm schon. Backstabbed. Ah, verdammt. Da war ich ein bisschen zu übereifrig. Komm schon. Oh Mann, nein! Ich mag das nicht, wenn die so viel Schaden machen. Oh. Ah, cool. Handschuhe haben wir auch schon von dem. Möchte sich hier jemand beschwören lassen, vielleicht? Nein, okay. Schade eigentlich. Ich hätte vielleicht. Ach, ja. Hätte. Egal. Damit ist jetzt Zeit, oder wird es Zeit, jetzt ins nächste Gebiet zu gehen? Schluck am Kaffee nehmen. Schöne Aussicht auf jeden Fall. Okay, das sieht aus wie ein Objekt der Begierde. Das ist eine Mauer, das ist eine Brücke. Ja, werden wir jetzt sehen, wo es lang geht als nächstes. Ja, wer kommt denn da? Bei Dark Souls 1 auf Anor Londo. Boah, sind die mir auf den Piss gegangen. Vor dem großen Tor. Und dann war's nächste Bonfire. Ahem.
muss mal kurz dran, um das Leuchtfeuer auch als Reisepunkt zu markieren. Der Typ lebt. Seht ihr das? Da ist auch noch ein Drache. Ich bin gespannt. Ja, es sieht wirklich aus wie so Zielort der Begierde da hinten. Wer ist denn das da oben? Da oben steht jemand. Ich mag die Hunde als Gegner nicht. Was machen wir denn da jetzt? Ja. Ja, solange die einzeln da sind, ist mir der egal. Aber so als Hundeparty finde ich es halt nicht schön. Ah, verdammt. Nein! Könnte ich wahrscheinlich mit dem Hebel hier öffnen. Möchte ich aber erstmal nicht. Ich habe da hinten ja vorhin jemanden gesehen, der scheinbar noch lebt. Aha. Ach, diese. Au. Nein. Ach Gott, ich bin jetzt zu ungestüm, ey. War denn der den schon umge... Please, grant me death. Undo my shackles. Soll ich den töten oder nicht? Oh. Oh, then it's true. A champion of Ash, as I live and breathe. To be in your presence is a great honor. I am Yol of Londor. A pilgrim, as you can see, only somehow I failed to die as was ordained. Okay. Well, perhaps my calling lies elsewhere. Ich stehe hier. Say, danke. Champion of Ash, how does the idea of taking me into your service strike you? Wenn du mir von Nutzen bist, I was gerne. Once a sorcerer. Surely I can be of use. Ja. Oh, I am honored. Truly, I should be dead, yet you have granted me purpose anew. I, Yol of Londor, do solemnly swear myself to you. Okay, scheint so, als hätte ich jetzt einen neuen NPC im Feierlingsschrein. Wäre auf jeden Fall cool. Kommt man nicht da auch irgendwie rüber? Irgendwie ging das doch. Ich bin mir da sehr sicher, dass man da hinten irgendwie hinkommt. Aber wie? Na gut. Erstmal den Hauptweg gehen hier. Ich mag die Stimmung hier.
Bonfire. Kann ich schon mal aktivieren. Oh, und eine Seele. Einer, der mit mir durchs Level laufen würde. Aber erstmal muss ich darum kümmern, dass. Dark Knight. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ist das wieder ein NPC oder. Ach, ich hab keine Ahnung, wirklich nicht. Er hätte aber ein gelbes Symbol und kein weißes. Ich schau erstmal so durch. Boah! Ich hab eigentlich gedacht, ich wäre stark genug. Ist dann wohl nicht der Fall. Hier gibt es sehr, sehr viele Wege, das habe ich in Erinnerung, aber boah, ob ich die noch zusammenkriege, ist eine andere Sache. Ein kleiner Lederschild. Sieht mir verdächtig aus, ja, okay. Ja, solche Stellen sind natürlich immer gut, um zu sehen, ist hier was. Okay. Komm, solche Gegner sind doch nie nur allein oder zu zweit. Kann mir keiner erzählen. Feind, den man auf Fernkampf erledigen kann, ist ein guter Feind. Okay. Scheinbar will er aber nicht auf Fernkampf erledigt werden. Oder? Ich hab Zeit und Geduld. Bin oh Mann. Nein. Bleiben die jetzt echt da unten stehen? Ne, oder? Hier hängt auch einer. Oh, wo kommt der denn her? Wenn ich jetzt darunter springe und dem anzugreifen, dann kommen die alle. Und das heißt, erstmal um jeden Einzelnen hier kümmern. Oh. Oh, fuck. Das. Ja, typisch Xbox-Controller halt. Der lebt immer noch. Pfeil und Bogen ist schon was Nettes. Okay. Jetzt schon mal mehrere auf einmal. Also der Typ da unten macht mir halt noch Sorgen. Hier ist auch noch eine Seele. Reparaturpulver. Schauen wir mal. Wo kommt
kommt der denn her? Wo kommst du her? Ist hier irgendwo noch einer? Das hört man ja. Die Gegner sind richtig unangenehm. Ja, so ein bisschen Angst und Respekt habe ich schon. Hallo? Droppt ja nicht mal was. Was ist denn hier los? Knochen von Loretta. Das ist doch der NPC, den ich den Ring geben sollte. Von links kam noch... Ja. Ey, du, bevor ihr mir hier alle aufsteht. Eine Estus-Scherbe. Sehr gut. Eine Glut. Apropos Glut, mich wundert, dass ich noch nicht invaded wurde. Reisender. Wo gehe ich jetzt lang? Rechts oder geradeaus? Ist hier noch was im Brunnen? Im Brunnen ist auch normalerweise was. Links geht es ja auch noch lang. Da oben auf dem Dach ist ja auch noch ein Zeichen. Jetzt erstmal hier. Oh, hier geht's auch noch mal lang. War hier nicht gerade noch ein Gegner? Ah, da ist er. Komm mal her. Nein. Ach, guck mal. Das wäre ein Ambush gewesen, beziehungsweise ein Hinterhalt. Was das gleiche bedeutet. Ach, guck mal. Ups. Da ist noch einer. Da um der Ecke steht, glaube ich, auch noch was. Ja. Lieber einen Estus nehmen. Zur Sicherheit, man weiß ja nie. Dann noch einer. Klar, dass ich die Pfeile nicht mehr aufheben kann. Das ist irgendwie so. Hm. Ein kleiner Pisser, ey. Da ist noch einer. Ist mir ohne Witz, wie viele Gegner sind denn hier? Kann ich noch irgendwas machen? Gegner.
was. Kann ich dann wieder. Ich kann ja hier schon nicht mehr zurück, oder? Doch. Brandbombe. Guck mal, wer da ist. Immer die Augen offen halten in Dark Souls. Ach komm, ich springe jetzt hier einfach mal runter. Kadekos Schild. Ja, super. Ja, aber wie komme ich denn jetzt wieder zurück? Fällt mir gar nicht. Ich würde schon gern zurück, weil ich habe das ja noch gar nicht erkundet so richtig. Und da war ja noch ein anderer Weg, den ich einschlagen. Oh. Oh. Oh, 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 oh. Ich sag grad noch immer die Augen aufhalten in Dark Souls. Was mache ich? Lauf fast in den Tod rein. Komm schon. Stirb. Okay. Okay, da oben ist das Vieh. Uff. Ich werde das bereuen. Aua! 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 Gut, das bin ich selber schuld jetzt gewesen. Dann irgendwie hoch oder muss ich hier runter? Feuerklauenring. Feuerangriff auf Kosten des Schaden. Ne. Kommt mir nicht ins Haus. Oder an dem Finger besser gesagt. Das Gefühl ist egal, wo ich lang gehe. Alles ist irgendwie falsch. Oh. Ah, wow, hier kann ich so runtergehen. Okay. Das sieht auch eher kontraproduktiv aus. Hinterhalt, okay. Was war das denn? Wo muss ich jetzt lang? Scheiße. Ah Mann, ich überschätze andauernd,
die Reichweite. Die mag ich nicht. Na dann komm. Danke. Ja, wo gehe ich denn jetzt lang? Unten kann man also auch hin. Ist hier nirgendwo mehr ein Bonfire oder sowas? Naja. So, an dieser Stelle werde ich die Folge jetzt mal beenden. An nächster Folge geht es genau an dieser Stelle weiter. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.